Ricarda Hoop, wir sind hier in Duisburg in der SG1 und du kommst aber gar nicht aus Duisburg, fängst aber trotzdem heute eine Ausstellung an, die La Fontaine heißt. Und erzähl doch mal erstmal, wo kommst du her? Also ich bin in Mecklenburg geboren und in Hamburg aufgewachsen und seit 10 Jahren wohne ich in Leipzig. Also schon ganz viel rumgekommen gewissermaßen, könnte man sagen. Der Brunnen, warum heißt deine Arbeit der Brunnen? Das hat was mit den ganzen vielen Strichen zu tun, die hier auf dem Boden und auf den Wänden sind und die eigentlich eine Verbindung zu deinen einzelnen Arbeiten darstellen, aber gleichzeitig einen historischen Hintergrund haben. Genau, also die Wand, die Zeichnungen auf der Wand und auf dem Boden beziehen sich auf ein Labyrinth in Versailles. Und zwar ist das so ein besonderes Labyrinth, das heißt Bosquet. Und in diesem Labyrinth gibt es sozusagen gab es 39 Springbrunnen. Und jeder Springbrunnen wurde von einem Künstler gestaltet. Und das Ziel sozusagen bei dem Labyrinth ist, dass man einmal jeweils an einem Brunnen vorbeikommt. Und ich habe diesen Grundriss genommen, das Labyrinth gibt es nicht mehr, und habe das sozusagen in meine Zeichnung überführt und habe Fragmente davon auf den Boden und an die Wände sozusagen gezeichnet mit Tape. Wie bist du denn jetzt hier in die SG1 gekommen? Ich meine, ist ja eigentlich ein weiter Weg, den du dann jetzt nochmal zusätzlich auf sich genommen hast. Ja. Du hast mir irgendwas erzählt, das Ganze hat schon seinen Ursprung vor Corona. Genau, also ich hatte da mit der Stacy Kontakt und wollte gerne hier ausstellen. Und ja, wir haben das eigentlich längere Zeit geplant, auch was ich hier für arbeiten möchte. Und dann den Zeitpunkt gefunden, also jetzt. Normalerweise ist Zeichnung dein Hauptmetier, in dem du dich bewegst, und zwar Bleistiftzeichnung. Genau, ich zeichne mit Bleistift und Graphit auf Papier und beziehe mich auf meinen Arbeiten sozusagen einerseits auf Wandteppiche, auf Gärten und auf Landschaft und untersuche mithilfe der Zeichnung Orte, interessiere mich für Grundrisse, für Gärten und baue aus verschiedenen Zeiten oder in der Kunstgeschichte nämlich verschiedene Aspekte, die ich innerhalb der Zeichnung quasi zusammenbaue, zu einer neuen Landschaft zum Beispiel oder zu einem neuen Ort. Und dieser Ort, der hat dich insofern erstmal ja praktisch nur fasziniert, obwohl du den gar nicht live kanntest. Du hattest einen Grundriss. Genau, ich hatte einen Grundriss. Du konntest anhand des Grundrisses die Arbeiten hier entwerfen und ich glaube, du bist sehr überzeugt oder sehr begeistert davon, was da im Endeffekt jetzt dabei rausgekommen ist. Ja, genau, weil sich ja auch dann sozusagen mehrere Orte übereinander lagern quasi. Also einerseits in meinen Zeichnungen und andererseits auch im Raum und dem Kunstraum. Also es gibt dann so verschiedene Ebenen, die übereinander liegen. Und jetzt habe ich so in meiner Naivität angenommen, dass man sowas heutzutage alles mit dem Computer macht, aber weit gefehlt. Du bist da noch sehr, sehr traditionell unterwegs. Naja, ich erarbeite das mit Hilfe der Zeichnung sozusagen und habe quasi den Grundriss vom Kunstraum genommen und den Grundriss des Labyrinths, also des Bosquets, und habe die sozusagen über Fragmente zusammengeführt, eigentlich über die Zeichnung. Seit wann beschäftigst du dich mit Kunst? Seit 2000, würde ich sagen. Also so 2-3 Jahre, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich schon sozusagen so eine private Kunstschule besucht und habe dann von 2004 bis 2011 in Hamburg studiert, freie Kunst, an der Hochschule für Bildende Künste. Und ja, seitdem bin ich sozusagen freiberuflich. Und man konnte auch schon anderweitig von dir hören? Du hattest schon andere Ausstellungen? Ja, klar. Erzähl mal ein bisschen. Also ich habe jetzt gerade, dieses Jahr habe ich schon einige Ausstellungen gemacht, und zwar Anfang des Jahres in Berlin zum Beispiel, im Super Bien. Das ist ein Ausstellungsort, der ist ein Gewächshaus. Und dort habe ich auch eine raumbezogene Arbeit gemacht mit Schablonen und Zeichnungen. Der Ort ist sozusagen immer einsehbar, das ist ein öffentlicher Platz. Dann hatte ich in Leipzig auch dieses Jahr schon eine Ausstellung in einer kleinen Galerie und sozusagen in der Nähe von Braunschweig in einem Kunstverein. Und jetzt hier. Genau. Hat Corona irgendeine Auswirkung auf dich gehabt, so für deine künstlerischen Arbeiten? Außer dass ich gemerkt habe, dass ich konnte halt sehr gut arbeiten, aber das kann ich eigentlich immer. Und habe sehr viel über Instagram gemacht oder Online-Ausstellungen, oder ich hatte auch zeitweise Ausstellungen
Kunstverein Wasserburg zum Beispiel. Ja, das war ein bisschen wie eine Attrappe. Ich habe aufgebaut und es durften zeitweise gar keine Leute rein oder nur ab und zu mal jemand. Also, aber das hatte jetzt, also es ist war für so dich keine unmittelbare Behinderung in dem Sinne. Nee. Ja. Also ich habe halt weitergearbeitet. Das sieht doch schon mal sehr positiv an. Die Ausstellung hier geht bis zum 5. Juni. Und gibt es da noch irgendwas Besonderes zu bemerken? Ist immer montags, du bist heute hier, wirst du noch öfter hier sein? Nee, es ist erstmal nichts geplant, aber ja, man kann einfach vorbeikommen. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Die Ausstellung finde ich persönlich sehr faszinierend. Ja, danke schön. Und wünsche dir ganz viel Erfolg bis zum 5. Juni hier bei der Ausstellung.